Herzlich willkommen zu einem neuen Shop-Video. Wir gehen mittlerweile wirklich in großen Schritten auf die 1000 Abonnenten zu. Es fehlen nur noch 126. Euer Support in den letzten Tagen ist wirklich wieder so extrem krass. Behalte das natürlich bei. Ich denke mal, in diesem Monat sollten wir das auf jeden Fall schaffen können mit den 1000 Abonnenten. Würde mich auf jeden Fall extrem freuen. Ist der größte Meilenstein, den ich bisher hatte. Wie gesagt, würde mich wirklich extrem freuen, wenn wir das diesen Monat schaffen könnten. Ihr könnt natürlich gerne dieses Video natürlich bewerten, kommentieren und teilen. Würde mich auch extrem supporten und schaut auch gerne auf meinem Twitch-Kanal vorbei. Link dazu ist in der Videobeschreibung. Dort werden wir dann heute den Solo-Plattform-Cup zocken und morgen und übermorgen wird es dann das FNCS Invitational-Event geben, davon die offene Qualifikation. Und gestern haben wir tatsächlich einen richtig nice Daily-Duo-Cup gehabt. Das wird natürlich heute als Highlight-Video kommen. Allerdings, wenn ihr natürlich weitere Videovorschläge habt, schreibt es auch gerne in die Kommentare. Würde mich auch extrem interessieren. Und ich würde sagen, schauen uns jetzt den Item-Shop an und dort haben wir heute den neuen Goldie-Skin drin und den Wildcard-Skin, der war auch schon seit Ewigkeiten, glaube ich, nicht mehr im Shop. Ist im Prinzip so ein Räuber-Skin mal wieder. Hatten wir ja, glaube ich, auch schon sehr, sehr lange nicht mehr so ein Räuber-Skin. Hinten das Backpack sieht auf jeden Fall ganz interessant aus, aber wegen der Chaos-Engine ein bisschen weird, weil sich die Pumpgun richtig strange bewegt. Aber sieht insgesamt eigentlich ganz nice aus für einen blauen Skin. Auch vollkommen in Ordnung. Dann gibt es dazu die Doppelgold-Spitzhacken. Zwei Baseballschläger, schön in Gold. Sieht auf jeden Fall auch ganz nice aus. Dann haben wir hier als nächstes den Wildcard-Skin. Für einen legendären Skin einfach zu teuer, finde ich. Man kann letztendlich eben halt nur hier die verschiedenen Gesichtsbemalung ändern, eben halt in den verschiedenen Varianten hier. Ist aber nichts wirklich krasses, was man dort verändern kann, und dafür, dass der dann eigentlich sehr, sehr gleich aussieht, der Skin, finde ich, ist es einfach ein bisschen zu teuer. War aber, glaube ich, schon wirklich seit einer Ewigkeit nicht mehr im Shop. Dann haben wir dazu den Panzerknacker Gleiter. Ich weiß nicht, warum ich mir den gekauft habe. Ich habe den gefühlt einfach nie gespielt. Ja, aber trotzdem habe ich mir ihn einfach gekauft. Generell frage ich mich, was ich mir damals alles an Items gekauft habe, weil das meiste, was ich mir gekauft habe, ich tatsächlich einfach nicht spiele. Und dann gibt es noch das Wildcard-Lackierung-Paket. Habe ich mir natürlich auch gekauft. Habe ich auch nie gespielt. Aber nun gut. Hier bekommen wir auf jeden Fall 4 verschiedene Lackierungen. Sind im Prinzip genau die gleichen, wieder nur mit verschiedenen Farben und verschiedenen Mustern drauf. Für 600 V-Bucks, also im Prinzip im Wert ein bisschen mehr als eine blaue Lackierung, ist, finde ich, dann ein bisschen zu teuer dafür, dass es eigentlich nur gleiche Lackierungen sind. Dann haben wir als nächstes den Rebell-Skin in der Standardvariante, in der Variante mit Helm und dann einmal ohne Helm. Als nächstes haben wir dann die wilde Schneider. Ich glaube, es war sogar die Spitzhacke zum Tango-Skin, weiß ich aber gar nicht ganz genau. Dann haben wir auf jeden Fall als nächstes den Träumerfüßchen-Mode. Dann als nächstes die Rächerin noch, dann den Hula-Emote. Und als letztes abfeiern. Das war's dann mit meinem Shop-Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen und bis zum nächsten Video. Ciao.